Ja Leute, jetzt kommt zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Wir werden direkt abgefuckt von einem Brieftoad, der uns irgendwas geben will. Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich angekommen. Lieber Mario, ich bin im Moment an deinem Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten können. Ich glaube fest dran. PS, ich hab dir mit diesem Brief was mitgeschickt. Ob es dir hilft? Von Peach. Dem Brief sind ein Pilze beigefügt. 5 Stück nimmst du die Lieferung natürlich. Oh, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Okay, die Prinzessin hat uns jetzt irgendwelche One-Ups gegeben. Finde ich aber gar nicht so schlecht, da war jetzt kein Komet oder sowas auf der Karte leider. Würde ich gern wieder tun, das war nämlich immer lustig bis jetzt. Weil das war noch alles einfach. Obwohl, ja, Risiko einfach. Ja, aber trotzdem, es war lustig und da unten liegt auch noch ein One-Up, okay. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Scheiße, Mann. Da kommt man irgendwie so dran, hundertprozentig. Alter. Ich habe zu früh geschwungen. So kommt man daran. Und so kommt man wieder zurück. Ich habe meinen Timer nicht gestellt. Ich habe extra mein Handy angemacht und hier nebengelegt, aber ich habe das vergessen. Jetzt habe ich ihn an. So, jetzt gehe ich hier mal den langen Weg, weil ich keinen Bock zu springen. Gerade genug gesprungen. Also mal gucken, was uns jetzt hier noch so erwartet. Wir haben ja im letzten Part nur diesen Würfel gemacht, da kam ja Testblas. Nein, wir waren doch schon in der Glasstrand-Galaxie drin, waren wir da doch schon, okay. Ach, was haben wir da? Das war doch das mit diesen Sternsplittern vom Boden und bla, Gedönse. Ja, das ist ja der Abschlussprüfung Schwimmklasse. Wie? Ich lerne jetzt erst schwimmen? Oder was liegt jetzt hier an? Hä, was? Okay. Aber ich, warum nicht? Ja. Bin zwar schon mal geschwommen und am Tauchen gewesen, aber da muss Mario das wohl erst nochmal lernen. So, du warst in der Sequenz gezeigt. Legst auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Aber sicher. Ja, Single. Der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring den goldenen Panzer, der irgendwo am Meer liegt. Also, ich muss jetzt untertauchen, einen goldenen Panzer suchen und dann habe ich gewonnen. Okay. Das kann ja wohl nicht zu schwer werden. Hoffe ich. Ich frage mich halt auch, ob die anderen auch den, also die suchen den ja auch, ob die den auch hochbringen würden oder... Okay, würden sie nicht. Sag mir nicht, das war jetzt der Stern. Ey, sag mir nicht, das war's jetzt. Es war doch wohl zu einfach. Hi. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun, dann gebe ich dir diese riesige Goldmedaille. Das war jetzt ein Stern von... Hupala, mir ist mein Landschlag runtergefallen. Das war jetzt ein Stern von... Handy und Sperren, danke. Von 2-3 Minuten oder sowas. Keine Ahnung. Ich gebe euch den Panzer wieder. Oh. Ich habe den da hinten voll getroffen gerade. Ja gut. Ich hätte den Panzer eigentlich gern wieder gegeben, damit die auch noch abschließen können. Aber das wäre ja Cheaten für die. Und deswegen lassen wir das. Ja, bla bla. Das kennen wir schon. Eine neue Galaxie entdeckt. Ah, jetzt ist der Würfel offen. Jetzt ist der Würfel offen. Minispiel, 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 Minispiel. Gehen wir direkt mal da rein. Schwimmland-Galaxie. What? Was zum Fick für eine Galaxie? Die Marinefestung, okay. Marinefestung? Okay. Ich trinke nur mal kurz was.
Was zur Hölle? Hast du das gewusst? Wenn du das Senkblei im Wasser zerstörst, schlägt der mittlere Turm in die Höhe. Alter, ich muss ja nicht ernsthaft tauchen und sowas. Ne? Das hier war früher eine Wasserfestung genannt Schwimmland. Aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben ihr hier Wache. Die Musik ist cool. Ich weiß gar nicht, hört ihr die? Ja, doch, tut ihr, okay. Also, es schiebt sie, wie habe ich das jetzt verstanden? Der mittlere Turm schiebt sich rund und dann kann ich da hochklettern oder was? Ich kann mir das nicht vorstellen, ohne Witz nicht. Aber da war auf jeden Fall noch eine Röhre. Hallo? Och nö! Hier höre ich aber, wenn die mich verfolgen, das ist cool. Haben die irgendwie nur eine bestimmte Energie? Und verrecken irgendwann auf dem Weg? Tatsache! Tja, ihr seid halt dumm. Ich gehe da mal rein. Das scheint sieht sehr wichtig aus. Okay. War das jetzt eine Abkürzung für alles oder was? Da ist ein grüner Stern. Was? Au. Okay, gut. Ich sammle jetzt einfach den grünen Stern. Whatever. Ach, ich muss jetzt noch so ein Dildo mitnehmen. Aber die verfolgen mich endlos, das ist halt das Coole an denen. Also cool ist relativ. Och nö, die sind jetzt ineinander gerannt. Tschüss. Have a nice life, man. Gonna die. Nope. Ich will nur einen haben, ich will nicht beide. Jawoll. Was? Haben die hier irgendeinen Fehler gemacht mit der Sternfarbe? Sternhalten steht aber ganz normal da. So wie ich mich weiter... Ich weiß gar nicht, schon, dass das so mal... Ich weiß es nicht. Die wollen mir, glaube ich, auf jeden Fall irgendwas sagen. Du hast ein Geheim... Das war ein geheimer... Ach, das war gar nicht die offizielle Stern. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. What? Dafür brauche ich gleich nochmal eine Spezialerklärung, aber... Du, 10 Minuten. Ja, da schaffen wir noch den einen Stern da drin. Jetzt gehen wir erstmal da rein, machen diesen verdammten Originalstern von da. Irgendwie, ich hätte gedacht, das wäre jetzt der normale Stern. Aber wenn er mir hier sagt, geheimer Stern, dann kann das ja wohl nicht der normale gewesen sein, oder? Weil, ich weiß halt nicht, das kann ja nicht sein. Ich war ja zwar ganz oben, aber... Wofür war sonst der andere Scheiß in dem Level? Ich gehe einfach nochmal da rein. Ja, Tatsache, das war nicht der richtige Stern. Ja, genau. Ich hatte also recht. Ja, die Marinefestung. Hatten wir ja schon mal alles. So, das heißt, dann kommen wir da oben. Ne, da. Oder da oben.
Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal diese Dinger unter Wasser zerstören, damit diese Festung endlich nach hoch geht. Reicht das, wenn ich so schwimme, oder soll ich so schwimmen? Das soll, glaube ich, so schwimmen. Wir müssen diese Bleidinger, dieses Bleiding zerstören. Dann frage ich mich nur, was ist das unter den Propellern für eine Kugel? Also die hier. Ja, okay, das war ein bisschen dumm. Ich hätte dann gerne mal so ein Luftblasen. Luftblase! Ich habe euch doch gerade gesehen, wo ist denn Scheiße? Okay, dann mache ich erstmal hier kaputte. Kaputte. Ist es nicht, der mittlere Turm schiebt sich hoch? Oh shit. Das war so knapp. Muss ich das Ding da unten auch noch zerstören oder nur diese zwei Bleidingser-Dinger-Dönse? Hi, Kollege. Kollege. Komm raus. Hä? Bist du kaputt? Nein, bist du nicht, okay. Dün, 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 dün. Okay. Okay. Alter, du scheiß Propeller, scheiße. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das Ding da noch zerstören muss. Alter, dieser Propeller geht mir so auf den Sack, und zwar jetzt schon nach 3 Sekunden. Okay, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Was passiert, wenn er mich trifft? Kriege ich dann Leben gezogen oder Luft? Ich krieg Leben, das heißt, der hat nicht mich getroffen gerade, okay. Gut, also jetzt frage ich mich nur, war es das? Ich bin halt gerade leicht überfordert mit der Situation hier. So, okay, gehen wir einfach mal hoch oder auch nicht hoch. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. So, Moment mal. Okay, das geht aber bestimmt, das geht bestimmt. Mit einem richtigen Triple Jump. Also okay, ich krieg's nicht auf die Kette, aber das würde bestimmt gehen, so da hochzukommen. Mann, ich habe mir vorgenommen, schnell zu laufen und dann direkt da drüber zu springen. Schade. So richtig cool einfach. Das versuchen wir jetzt nochmal. Das habe ich mir cooler vorgestellt, ehrlich gesagt. Zack. 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 Geht's da oben drüber? Ja, da könnte man auch hoch mal wieder. Ich muss eigentlich nur auf so ein Womp. Ja, die heißt noch. Nee, die heißt noch anders. So, Abkürzung FT. Wenn das eine Abkürzung war, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall so einen blauen Splitter dran bekommen. Hier, das kann ich runterdrehen. Was? 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 Was sagst du mir hier? War das keine Abkürzung? Nein? Ja doch, sonst hätte ich einmal rumgemusst. Okay, doch war's.
Ey, jetzt kann ich hier doch überall Sternensplitter übersehen, oder kann man die hier nicht? Doch klar, warum sollte man die nicht übersehen können? So, okay, So, okay, dann haben wir hier den nächsten und... Das war so clever. So clever, 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 clever. Jetzt bin ich gerade zu blöd, um da hochzukommen, wirklich. Geht doch, mein Gott. So, das ist dieselbe Geschichte wie immer mit dem. So. Okay, das ist keine Mutter so zum Reindrehen, okay. Hätte ja sein können. Aber der ist zum Reindrehen, oder? Oder rausdrehen. Whatever. Alter, sieht das geil aus. Nur die ganzen Sternteile sammeln. Das ist mir gerade wichtiger. So, und jetzt den Stern. Oh, das hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. Alter Finne. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so lang geht. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Ach komm. Soll ich den einen Stern noch machen? Galaxie komplett. Oh yeah. Ein Bilderbuch wurde in irgendwas ins Bilderbuch. Keine Ahnung, was auch immer. Ich habe wieder weggeklickt. Glasstrand-Galaxie. Die Schwimmprüfung würde ich gerne nochmal machen. Die sollte jeder Stern sein, so richtig easy. Das Rätsel der Strudelhöhle. Was für eine Höhle? Ach du grüne Scheiße. Ach du Scheiße. Ui, das kann ja jetzt lustig werden. So, ich denke, ich muss halt wieder tauchen, ne? Das ist ein Panzer, damit schwimmt man ja besser, ne? Da ist eine Kiste. Ach ja, stimmt, man schwimmt ja dann so, genau. Was hast du mir zu sagen, Bro? Wenn genau. Was? Was hat er gesagt mit Riss? Eigentlich wollte ich, okay. Das sollte nicht so passieren. Also das sollte echt nicht so passieren. Tut mir leid. Ein Fledermaus. So, okay. So, okay. Aua. Hui. Ach, jetzt bin ich schon da, wo ich hin musste. Okay. Dann geht's ja. Ich dachte, jetzt muss ich hier nochmal irgendwie die halbe Welt erobern und nach Südafghanistan fliegen und Südfrankreich überqueren. Dann einmal zum anderen Ende der Welt. Und einmal nach Südmexiko. Scheiße. So, ja, mein Time Rhymer hat gerade klingelingelt. Kann ich hier nicht irgendwie schneller irgendwo hin? Ne, das Loch zieht mich an.
Das, okay, interessant. Kann ich der, so gut wie ich das sehen wollte, sehe ich das gerade gar nicht hier. Oder muss ich hier noch irgendwas sammeln? Ich hoffe nicht. Ich hoffe sowas von, ich muss ja nichts sammeln, weil sonst, bar. Komm, jetzt geh hoch, danke. So. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich muss hier weg. Hier bin ich sicher. Lass mich durch. Danke. So, okay, und jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Ach du Heilige Dönerbude. Ich denke mal, das ist so korrekt. Und dann denke ich, das hier ist korrekt. Ich bin hiermit leicht überfordert. Sayonara. Tschüss und schönen Tag noch. So, ganz ehrlich, ich nehme den schnellen Weg, wenn es möglich ist. Geh's runter. Und wieder hoch. Und hier ist Le Stern. Okay. Okay. Das war eigentlich relativ tief, einfach tief, tief. So, und ich mache jetzt die Verabschiedung, weil sonst dauert das alles zu lange. So, das war's mit diesem Part von Let's Play Super Mario Galaxy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, okay. Let's Play Super Mario Galaxy. Haut rein, Leute. Bis dann. Und ciao, ciao.